Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen im Sommer. Ja, definitiv waren die letzten Wochen Sommerwochen und aus diesem Grund gab es gefühlt ja auch keine Bücherwoche. Also doch, es gab natürlich Bücher, die von mir gelesen wurden, aber ich habe es ja letzte Woche in dem Neuzugänge-Video schon erklärt, warum es keine Bücherwoche für die Kalenderwoche 30 gab, denn ich habe in dieser tatsächlich kein Buch beendet. Ich hatte eine Frühschichtwoche mit heißen Temperaturen, war gefühlt jeden Nachmittag und Abend am See, in Gärten und wo auch immer und hatte immer wunderbare Bekleidung dabei, wo man dann eben tatsächlich nicht sehr viele Seiten Bücher liest. Hatte zudem zwei Leserunde Bücher, die ich euch jetzt auch vorstellen werde, und ich hatte in dieser Woche kein Buch beendet und so habe ich dann eben einfach gedacht, ja, es macht ja keinen Sinn, auf Krampf irgendwie jetzt eine Bücherwoche zustande zu bringen. Dementsprechend fasse ich jetzt in diesem Video eben diese beiden Bücherwochen zusammen und es sind fünf gelesene Bücher geworden. Zudem habe ich auch einen Film angeguckt, zu dem was erzählen möchte von Netflix. Es gab ja den Blutmond, ein absolutes Highlight. Und ich denke mal, dass man dazu auch ein bisschen was erzählen kann. Aber wir fangen natürlich mit den Büchern der beiden Wochen an. Und das erste beendete Buch der beiden Wochen war dann Die Augen des Drachen von Stephen King. Haben wir in der Stephen King Lesegruppe gelesen. Ihr findet alle Lesegruppen immer unten in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Danach habe ich in Lovely Books in der Leserunde 421 gelesen von Aaron Kelly. Ich habe das Buch auch gewonnen und dort, wie gesagt, gemeinsam gelesen. Ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe, was mich sehr angesprochen hat. Und es war auch farblich gefühlt ganz gut jetzt sozusagen zu mir passt. Parallel dazu habe ich auch ein bisschen Hörbuch gehört, und zwar Liebe zukünftige Lieblingsfrau von Michalis Pantelouris. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein Hörbuch, das mich sehr angesprochen hatte, weil hier einfach mal so ein bisschen das Liebesdrama aus männlicher Sicht erzählt wird, und irgendwie zieht es sich gerade zu. Ich hoffe, dass das jetzt von dem Licht dann noch reicht, aber das habe ich parallel gehört. Dann habe ich gelesen Pilgern für Skeptiker von Jean-Christophe Ruffin. Ein Buch, das mir in irgendeiner Zeitschrift über den Weg lief, und ich war immer mal so ein Fan von Berichten übers Pilgern, Wandern, Laufen oder dann eben wirklich so Jakobsweg-Bewanderungen bin und hier sehr gespannt war, ob der Autor das gut rüberbekommt. Und am Wochenende jetzt ganz aktuell dann auch beendet ist Geständnisse von Kanae Minato. Ein Buch, von dem man schon unglaublich viel gehört hat, zumindest ich, sowohl auf BookTube wie natürlich auch auf Blogs oder Instagram und auch im Bekanntenkreis. Und ich einfach total neugierig war, was es mit dem Buch auf sich hat, habe ich ja in Berlin, glaube ich, gekauft, im Langer Blomqvist. Und es musste jetzt sozusagen auch zeitnah gelesen werden. Aber wir machen das natürlich immer der Reihe nach, wie ich die Bücher im Grunde beendet habe. So führe ich ja auch meine Statistik. Und wir beginnen mit Die Augen des Drachen von Stephen King. Tatsächlich ein Buch, das ja schon relativ alt ist und das ich aber bisher irgendwie noch nie gelesen habe. Und ich mich sehr gefreut habe, dass wir das in dieser Leserunde gemeinsam getan haben. Wie gesagt, ihr findet die Gruppe auch in der Infobox. Ich glaube, jetzt in dem August ist geplant, Wahn zu lesen, wenn ich mich nicht irre, wo ich mich gerne angeschlossen hätte. Aber ich ja jetzt auch Urlaub habe im August und dann ja auch der neue King kommt, und das wäre mir persönlich einfach viel zu viel gewesen. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut auf dieses High-Fantasy-Buch, das Stephen King ja damals irgendwann für seine Tochter Naomi geschrieben hat, was dementsprechend schon eher ein kindliches, jugendliches High-Fantasy-Buch zu scheinen sein, nein, zu sein, scheint, so rum. Und ich war total gespannt auf dieses Buch. Denn es geht hier, wir sind in einem Königreich und König Robert regiert sozusagen, die Königslande. Und wer jetzt bei König Robert an Robert Baratheon aus Das Lied von Eis und Feuer denkt, wer weiß, ob sich da George R. Martin vielleicht hat inspirieren lassen. Man könnte natürlich bei Robert auch an Die dunkle Turmreihe denken, wo es wohl sehr viele Anspielungen gibt, wenn man die Reihe kennt, die ich ja noch nicht kenne.
ich tatsächlich aber immer mehr Lust bekomme, die zu lesen. Und vielleicht ist das mal ein Vorsatz für 19, die Dunkle Turm-Reihe zu lesen und jeden Monat so vielleicht einen Band zu lesen. Mal gucken, ob wie das so Ende des Jahres in mir aussieht, ob ich mir das für das nächste Jahr vornehme. Auf jeden Fall haben wir König Robert, der hat zwei Söhne, einmal Peter und einmal Thomas. Und beide hat er scheinbar tatsächlich unterschiedlich gern, beziehungsweise sind auch von beiden die Begabungen ein bisschen unterschiedlich. Und wir haben eben auch einen Zauberer-Flex, der nichts Gutes sozusagen im Sinne hat. König Robert stirbt und sein Sohn Peter wird für schuldig erklärt und wird in das Gefängnis die Nadel eingesperrt, die sehr hoch ist an einem hohen Turm, denn für Königsangehörige, fürs Adelshaus gilt im Grunde nicht, dass sie für einen Mord umgebracht werden, sondern eben lebenslänglich eingesperrt werden. Der junge Thomas, ist der jüngere Bruder von Peter, wird zum König ernannt und steht aber doch sehr unter dem Einfluss des Zauberer Flex, der ja ihn auch so ein bisschen benutzt, um Macht auszuüben. Und wir merken recht schnell, dass hier doch sehr viele Dinge um diesen Thron sich ranken und auch um Peter, der irgendwie ja versucht, aus diesem Gefängnis ja zu fliehen, und auch drumherum eben ja durchaus Nebencharaktere eben auch wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Eine Geschichte, die wirklich klassisch High Fantasy ist, die ist in einer wunderbaren Sprache erzählt, sie ist nicht so episch, wie man sich es von Stephen King vielleicht erwartet. Man muss auch wirklich sagen, es ist kein echter Stephen King. Zumindest war es das für mich, denn es ist schon eine sehr kindliche, jugendliche Welt erschaffen worden, die auch sprachlich tatsächlich sehr in diese Richtung geht. Sie erinnert ein wenig an den Hobbit, der ja theoretisch auch ein Kinder-Jugendbuch ist von J.R.R. Tolkien, der ja auch nicht zum Herrn der Ringe passt, zumindest sprachlich. Und den Eindruck bekommt man hier auch. Also man merkt, dass Stephen King hier im Grunde was für seine Tochter geschrieben hat. Es ist nicht irgendwie gruselig oder hat viele Horrorelemente, bis gar keine. Und man merkt, dass er hier einfach auf ein kindliches Wesen eine Geschichte zugeschnitten hat. Und das fand ich aber wirklich perfekt getroffen. Ich fand die Geschichte wunderbar erzählt. Sie wird in der Du-Form erzählt. Also der Erzähler spricht mit einem als Leser und erzählt einem die Geschichte. Und wenn man die Augen gefühlt zumacht, hat man das Gefühl, dass eben Stephen King einem diese Geschichte erzählt. Er sitzt auf der Couch und spricht mit einem darüber. Und das hat einen perfekten Eindruck bei mir hinterlassen. Es hat mich ganz tief getroffen, berührt, angesprochen und hat mir ganz, ganz viel Spaß gebracht. Also dieser Schreibstil, den King hier anwendet, den kennt man tatsächlich eher nicht aus seinen Geschichten, aber es war hier einfach perfekt und passend und es ist einfach, wie wenn er es selbst erzählt. Das fand ich einfach großartig. Ich mag auch die Anspielungen, die es eben so ein bisschen später in der Geschichte gibt. Wenn er immer mal sowas schreibt, wenn er was erzählt von jetzt und dann sagt, ach, aber ihr werdet später das und das merken. Ach, ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil ihr sollt euch selbst ein Bild machen. Oder auch so, ja, die Geschichte von dem, werdet ihr später merken, dass ich fand das so geil gemacht. Ich musste so oft schmunzeln und dachte mir, ja, das ist so dieses Foresharing, was er ja durchaus immer mal wieder tut. Und auch da konnte er es gefühlt nicht lassen. Und das fand ich einfach großartig. Es war im Grunde dann total egal. Es gab, glaube ich, seltenst später eine Auflösung zu dieser Geschichte, also wo er hier anknüpfen hätte sollen, müssen können. Er hat es großartig gemacht. Und ich mochte die Geschichte einfach unglaublich gerne. Natürlich ist das High Fantasy, die jetzt nichts Neues erzählt. Wir haben klassisch gut und böse, schwarz und weiß. Wir haben Intrigen, die aufgelöst werden müssen. Wir haben natürlich irgendwie einen Helden, einen Bösewicht. Wir haben Verwirrungen drumherum. Wir haben Nebencharaktere, die ganz toll agieren, die den Helden im Grunde unterstützen. Und es ist jetzt ganz klassische High Fantasy, vielleicht sogar für den einen oder anderen langweilig, weil man das alles schon mal gelesen hat, gar keine Frage. Aber ich fand es wirklich sehr besonders erzählt und mir hat die Geschichte wirklich großen Spaß gemacht. Ich habe die Leseabschnitte sehr genossen, sehr mich so hineinversetzen können und ich, auch wenn ich ein Vielleser an High Fantasy war, aktuell ist es ja tatsächlich eher ein bisschen weniger, waren trotzdem ganz spezielle Momente in dieser Geschichte, die mir einfach ganz großen Lesespaß brachten. Und man leidet so mit, man fühlt mit, man geht mit, man denkt mit, man überlegt, wie könnte man hier irgendwas tun, wann kommen wir diesen Rätseln auf die Spur. Und es wird eine Geschichte erzählt, die einfach spannend und schön ist. Und ich finde, dass das King wirklich ganz, ganz toll gemacht hat und wirklich mit so viel
ja auch Leidenschaft, wie wenn das eigentlich so sein Thema wäre. Und das ist es ja eigentlich nicht. Und ich habe wirklich durch diese Reihe so ein bisschen Lust auf den dunklen Turm bekommen. Auch wenn ich eigentlich immer denke, ach, der erste Teil Schwarz war einfach irgendwie nicht gut. War Schwarz? Ja, ich glaube schon. Ja, aber vielleicht muss man einfach weiterlesen, um das große Ganze dann greifen zu können. Und es heißt eben, wenn man im King Wiki liest, dass eben ja die Augen des Drachen eben sehr viel Bedeutung haben, auch für den dunklen Turm, die ich jetzt natürlich gar nicht greifen kann. Und da müsste wahrscheinlich wirklich ein Profi her, der auch die dunkle Turmreihe komplett gelesen hat, wie zum Beispiel Chrissy, und da vielleicht dann Licht ins Dunkle bringen. Aber ja, auch der Titel ist super toll gewählt, denn es macht tatsächlich irgendwann Sinn, dass wir hier eben die Augen des Drachen haben. Und es ist King untypisch, aber die tiefgründigen Charaktere, das tolle Worldbuilding und auch wie er die Geschichte erzählt. Ich finde schon, dass das wirklich sehr gelungen ist und das so den Meister gefühlt auch ausmacht. Und ja, mir hat es unglaublich gut gefallen und war auch wirklich im Juli ein absolutes Highlight für mich. Und es ist schön, dass man eben auch an alten Stephen King-Geschichten viel Spaß haben kann. Also man muss bei King nicht immer das Neueste lesen, um was Neues zu entdecken, sondern sich auch einfach seinen alten Werken so ein bisschen zu widmen. Und ja, das hat Spaß gemacht. Dann ist bei mir eingezogen im Juli und wurde auch gelesen 421 von Aaron Kelly, 4 Menschen, 2 Wahrheiten, 1 Lüge. Ein Buch, das ich auf Lovely Books in der Leserunde gewonnen habe. Es gibt da den Fischer Leseclub. Hier habe ich gewonnen und auch rege mit diskutiert und war sehr gespannt auf diese Geschichte. Es geht um 4 Menschen, die durch ein Ereignis in der Vergangenheit miteinander verbunden sind. Denn vor 15 Jahren, im Jahr 1999, geschah eine Sonnenfinsternis und auf einem Festival, ja, passierte etwas sehr Schreckliches und eine unserer Protagonisten, Laura, wurde Zeugin einer brutalen Vergewaltigung. Doch das Opfer schweigt und der vermeintliche Täter streitet auch alles ab. Laura und ihr Freund tauchen unter, versuchen nirgendwo irgendwie präsent zu sein, über ihren Namen gefunden zu werden, nutzen auch andere Namen, um eben nicht gefunden zu werden. Die Frau, der damals eben diese Vergewaltigung passiert ist, taucht dennoch einige Zeit später bei Laura und Kit, den beiden im Grunde auf, die eben jetzt auch ein Paar sind und ja, leben, also die beiden leben eben auch unter falschen Namen, überhaupt auf in der jetzigen Zeit sozusagen, in der Gegenwart. Und Laura will eben auch einfach nicht gefunden werden und ist umso entsetzter, als sie eben die Frau von damals irgendwie ja in ihrer Nähe warnt. Und ja, man merkt durch diese 2 verschiedenen Zeitperspektiven und auch Sichten auf die Geschichte von Laura und Kit eben schon, dass ja etwas Großes im Raum liegt und dass eben ja eine Lüge im Grunde auch ja in der Geschichte eine große Rolle spielt. Und als man eben so ein bisschen das auflöst, was eben damals passiert ist, fallen gefühlt einem alle Gesichtszüge ja aus dem Gesicht. Alle Züge aus dem Gesicht. Wahrscheinlich eher so. Ja, ein Buch, das mich sehr angesprochen hat, denn es klang wirklich nach einem sehr spannenden Thriller und ich war auch total hin und her hingerissen von den Sonnenfinsternissen, die eine große Rolle hier spielen, denn die Geschichte ist im Grunde auch in 5 Teile unterteilt, die sich eben auch einer Sonnenfinsternis anwendet, denn wir haben hier den ersten Kontakt, das ist der Schatten, der über die Sonnenscheibe sichtbar wird. Der zweite Kontakt ist, dass die Sonne, was gänzlich vom Mond verdeckt wird. Die Totalität, also wenn die Sonne wirklich dann nicht mehr zu sehen ist. Der dritte Kontakt ist, der Mondschatten entfernt sich. Und der vierte Kontakt ist eben, dass der Mond komplett aus der Sonne wieder raus ist. Und das Coole war, dass ich, glaube ich, das Buch auch beendet habe, als wir gerade die grandiose Mondfinsternis hatten, unseren Blutmond, und auch der da drin eine Rolle spielt. Und das fand ich einfach Hammer. Also das war so dieses Mystische, was so ein Ereignis auslöst, fand ich hier ganz toll rübergebracht. Und das ist wirklich etwas, man hat hier Menschen, die auf der Suche nach Sonnenfinsternissen eben durch die Welt reisen und eben so eine Gemeinsamkeit haben und da total fasziniert sind. Und ich kann die Faszination einfach absolut nachvollziehen und ja, fand das hier mega spannend rübergebracht. Es gab, wie gesagt, verschiedene Perspektiven und auch verschiedene Zeitebenen. Das hat mich manchmal
sehr durcheinander gebracht. Also ja, man kann natürlich sagen, Perspektivwechsel, okay, waren auch klar, wer man ist. Es war auch immer klar, wann man ist. Aber irgendwie war es mir manchmal zu viel. Ich kann nicht richtig erklären, warum. Ich war manchmal überfordert und dachte mir, wo war der gerade? Welche Zeit? Was war daher vorher? Und dann eben auch, dass wir noch in der Gegenwart verschiedene Perspektiven hatten. Mich hat das manchmal verwirrt. Dennoch schafft es eben ein ganz rundes, großes Bild der Ereignisse von damals und von heute, dass wir eben so verschiedene Sichten auf diese Dinge haben. Und ja, das war natürlich wirklich sehr gut. Der Schreibstil ist manchmal für mich ein bisschen holprig gewesen und ich wurde gefühlt auch immer mal aus der Geschichte gerissen, was ich auch nicht ganz verstehen kann. Es hatte gefühlt in der Leserunde keiner Probleme damit. Für mich war es manchmal einfach so ein bisschen, es hat sich manchmal ein bisschen unecht angefühlt. Und das ist sehr oft auch in der Geschichte passiert, dass manche Wendungen und Geschehnisse manchmal auch sehr konstruiert gewirkt haben. Und das fand ich unglaublich schade, dass es merkwürdige Erklärungen für Dinge gab, wo man dachte, naja, da macht sich die Autorin gefühlt aber doch ein bisschen einfach. Ich hoffe, Erin ist jetzt eine Autorin. Ja. Ja. Ja, und das fand ich tatsächlich auch an mancher Stelle ein bisschen schade. Dennoch war die Geschichte unglaublich spannend. Diese große Lüge, die ja im Raum steht, die man nur von hier vorne im Grunde kennt und ja gar nicht ahnt, wo es hingeht. Das schafft unglaubliche Spannungen und man hat wirklich Wendungen, auf die man nie gekommen wäre, die man total interessant auch gezeigt bekommt. Also auch wie sich das entwickelt, wo es hinführt, dass man sprachlos vor diesem Buch sitzt, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Man konnte richtig gut mitfiebern, da man zwar immer mal schon glaubte, zu ahnen, wo es hingeht, aber eben immer wieder überrascht wurde. Und das fand ich wirklich großartig gemacht. Es war wirklich spannend erzählt. Ich mochte die Grundstory, ich mochte die Idee, ich mochte auch die Auflösung, die mir persönlich zwar viel zu schnell ging und wie gesagt auch ein bisschen konstruiert wirkte, aber ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also es hat der Thriller wirklich geschafft, mich so auf falsche Bahnen zu lenken, mich in Richtungen zu führen, ja, die es am Ende überhaupt nicht irgendwie getroffen hat. Wäre es weniger konstruiert gewesen und hätte ich wahrscheinlich auch die Holprigkeiten in den Zeit-Geschichte-Ebenen nicht gehabt, wäre es wahrscheinlich wirklich ein Highlight geworden, aber mich haben diese Dinge tatsächlich ein bisschen gestört, sodass es eben nur ein kleines Highlight wurde mit eben ein paar Abstrichen. Also ich glaube, Fluffy Books habe ich 4 Sterne gegeben von 5 und ich glaube, dass das auch wirklich absolut so einfach ist, weil der Lesefluss für mich eben nicht immer flüssig war. Ich manchmal eben auch einfach aus den Gedanken rausgerissen worden, mich auch die verschiedenen Ebenen ein bisschen gestört haben, warum auch immer. Ich aber das Grundthema mega spannend fand, auch die Charaktere sehr interessant fand und man sich wirklich fragt, was würde man denn da selbst machen? Und ja, es war wirklich toll, hat mir viel Spaß gemacht, auch der Austausch in der Lesegruppe hat mir großen Spaß gebracht und ich mag das immer wieder, einfach gemeinsam ein Buch zu lesen und sich nach Abschnitten einfach darüber auszutauschen und ja, kann das Buch empfehlen. Wer gerne Thriller liest, auch so einfach mit sich auf ja, verschiedene Wahrheiten führen lassen möchte, der ist hier absolut richtig. Und es heißt hier so schön packend, hypnotisierend, unvergesslich. Und ich glaube auch, ja, dass das wirklich, dass das die Auflösung hinten nach wirklich so interessant und gut gemacht ist, dass man da immer mal wieder dran denken wird. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, eben der ein oder andere Holperer, der es eben nicht ganz rund gemacht hat. Schon während des Lesens des Thrillers habe ich angefangen, auch ein Hörbuch zu hören. Und zwar Liebe, zukünftige Lieblingshochfrau von Michalis Pantelouris. Der Sprecher des Hörbuches ist der Autor im Grunde selbst. Und es ist wohl eine Sammlung, wenn ich mich recht erinnere, seiner Kolumnen, die er in verschiedenen Männermagazinen auch schon veröffentlicht hat. Mir hat der Autor vorher gar nichts gesagt. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ich fand eben super interessant, dass der Autor eben ja von seiner Trennung, von seiner Scheidung erzählt, wie es auch ist als Alleinerziehender, ja, mit 2 Töchtern, wie das Leben eben einfach so ist, ja, wie ja dieses Leben einfach so funktioniert, wie ein Mann eine Trennung verarbeitet, was da vielleicht für Themen sich auftun und ja, es war einfach mega interessant, einfach mal so die andere Seite zu erleben. Ich meine, man kennt ja nur seine eigene Sicht der Dinge, vielleicht auch noch die der Freundinnen, was ja dann aber wieder das gleiche Geschlecht ist und ja, man hat natürlich auch im Freundeskreis männliche Bekannte, die einem das immer mal erzählen, aber man hat schon das Gefühl, dass Männer eher weniger
ja, das ist jetzt natürlich so pauschal, aber dass Männer eher weniger über Trennungen und solche Dinge sprechen. Und so fand ich das tatsächlich mega spannend, mir einfach mal von Michalis Pantelouris das anzuhören, was er so ein bisschen erzählt. Und ich fand es wirklich sehr gut gemacht. Ich mochte die Erzählweise, wie er das erzählt. Man merkt natürlich so ein bisschen den Kolumnenstil, dass so jedes Kapitel ein gewisses Überthema hat. Und ich finde es total spannend, wie er über die Trennung erzählt, über das Alleinerziehende erzählt, wie er über das neue Flirten spricht, über das Kennenlernen zu neuen Frauen und dass das eben alles gar nicht so einfach ist. Und ja, ich muss sagen, ich konnte ihnen an vielen Dingen einfach nur recht geben, denn man merkt, zwar gibt es Unterschiede in diesen Dingen zwischen Mann und Frau, aber es gibt eben auch viele Gedankengänge, die sehr ähnlich sind und man denkt sich, na gut, dann geht es dem anderen Geschlecht eben auch gar nicht so viel anders wie einem selbst. Es ist ein sehr, sehr lockerer Erzählstil, der mir unglaublichen Spaß gebracht hat, denn er nimmt einen als Hörer auch einfach mit und man kann bei unglaublich vielen nicken und schmunzeln und mitlachen und sie so denken, ja, kenne ich. Und das macht es natürlich auch wirklich sehr spannend und schön. Es war einfach sehr interessant, die Probleme mal von der anderen Seite zu sehen, von einem Mann erzählt zu bekommen und einfach auch so, wie Männer manche Dinge wahrnehmen. Und das ist durchaus tatsächlich schon ein bisschen was anderes. Gerade was die Kindererziehung angeht, dass er immer so seiner Frau gerecht werden wollte, alles so tun wollte wie seine Frau und dass seine Kinder eben da keinen Unterschied merken. Wo man sich aber so denkt, Mensch, du bist aber ja da, Papa, ist ganz logisch, dass du Dinge anders machst wie die Mama. Und ja, die Erkenntnis ist halt irgendwann sehr interessant und auch wie seine Mädels darauf reagieren und dann natürlich auch so dieses Flirten nach jahrelang in der Beziehung, in der Ehe von neuem anzufangen, wie das so ist. Und man kennt das ja vielleicht selbst, wenn man eben lange Zeit in der Beziehung war, dann ist das manchmal gar nicht so einfach, irgendwas Neues anzuknüpfen. Wie geht man vor? Wie war das nochmal vor 5 Jahren oder 10 Jahren oder wie auch immer? Und das hat er wirklich toll rübergebracht. Es ist jetzt nicht hochtrabende Weltliteratur, gar keine Frage. Es ist auch, glaube ich, kein Buch, was man gelesen haben muss, aber mir hat es einfach gute Unterhaltung gebracht und gerade wirklich bei schönen, sonnigen Wetter, ja, draußen sitzend, mir das von ihm erzählen zu lassen, fand ich einfach persönlich sehr gut. Das Schöne ist auch einfach, dass es der Autor selbst spricht und man merkt, dass er nicht der Profi ist im Hörbuch sprechen. Das macht aber die Geschichte für mich einfach authentischer und sympathischer und auch greifbarer tatsächlich. Und es ist, glaube ich, auch von der Länge her gar nicht so lange gewesen. Es ist ungekürzt 5,5 Stunden und ich höre ja immer so auf 1,75, 1,80. Dementsprechend habe ich das in wahrscheinlich nicht mal 3 Stunden weggesuchtet. Ich fand es schön, mir hat es gefallen. Es ist für zwischendurch auf jeden Fall mal eine schöne Geschichte, wer sich das einfach mal anhören möchte. Und tatsächlich glaube ich auch, dass man sich das eben durchaus auch als Mann anhören kann, ohne dass man jetzt von Frauen- und Männerliteratur sprechen möchte. Aber ich glaube dadurch auch, dass das da auch ein Mann einfach was mitnimmt. Ich glaube nicht, dass ein Mann das immer so spannend findet, wenn eine Frau dann eben 5 Stunden shoppen geht nach einer Trennung. Da wird sich wahrscheinlich mancher Mann fragen, oh Gott, ich habe da ganz andere Sorgen als Schuhe zu kaufen, um es jetzt so auf den Punkt nach über zu überspitzen. Aber ich glaube, dass dieses Buch wirklich einfach für beide Geschlechter sehr schön ist und mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich bin auch wirklich total happy, dass mir der Verlag ja im Grunde hier auch das Hörbuch zur Verfügung gestellt hat. Man sieht hier nochmal ein Foto des Autors. Ich hoffe, es geht mit dem Licht jetzt so ein bisschen und ja, hat mir gefallen, hat mich unterhalten und ja, das war mal ein schöner Nachmittag in der Wiese auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, ob es... Ich glaube, ich habe es zu Hause gehört. Ja, weil ich habe, glaube ich, selten am See irgendwie ein Hörbuch drauf gehabt, ja. Das nächste Buch war dann Pilgern für Skeptiker von Christoph Ruffin, ja, schon richtig. Mir hat der Autor überhaupt nichts gesagt, das muss wohl ein Bestseller-Autor aus Frankreich sein, der eben irgendwann diesen Jakobsweg begeht und deswegen ist das wohl auch in Frankreich ein absoluter Bestseller. Mir ist dieses Buch in irgendeiner Mind-Magazine über den Weg gelaufen. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo, wann und wie. Ich fand es nur mega interessant. Ich bin ja ein Freund von ein bisschen diesen Laufbüchern, egal ob es durch Wüsten geht, der Jakobsweg, bei The Trip geht es ja durch ganz USA oder sonstige Eat, Pray, Love, ne, wo man sogar verschiedene Kontinente und Länder bereist. Und ich mag solche Bücher immer mal wieder sehr gerne. Ich selbst kann mir nicht vorstellen, den Jakobsweg zu laufen, weil ich, glaube ich, gefühlt überhaupt kein Läufer bin, der dabei irgendetwas Meditatives, denkt man sich vielleicht auch, irgendwie empfindet. Könnte natürlich sein, wenn man es tut, dass es doch irgendwas in einen auslöst. Aber ich war hier einfach mal sehr gespannt und hatte jetzt nicht unbedingt darauf gehofft, dass es so ist, wie das zum Beispiel von Harpe Kerkeling oder von Paulo Coelho, der ja auch schon diesen Weg gelaufen ist. Aber ich wollte so ein bisschen was mitnehmen. Und es gibt natürlich viele Bücher über ja, den Jakobsweg nach Santiago de Compostela.
Aber ja, ich war einfach neugierig und deswegen ist dieses Büchlein dann auch bei mir eingezogen. Das Buch heißt eben ursprünglich Pilgern für Skeptiker, wurde jetzt aber irgendwie wahrscheinlich als Taschenbuch mit einem neuen Titel versehen. Nichts gesucht, alles gefunden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen irritiert, wenn man zu einem Buch verschiedene Titel hat, wo man sich dann fragt, ist das dann also dasselbe und warum und weshalb? Und ich glaube auch, das Problem ist, wenn man einfach das eine Buch vielleicht schon hat und kennt, fragt man sich beim nächsten, ist das das Gleiche? Aber ja, es ist ein französischer Autor, der eben, wie gesagt, sehr bekannt ist, wohl in Frankreich. Mir persönlich hat er noch nichts gesagt und es wird wohl auch so bleiben, denn ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Buch. Denn es gibt anfangs unglaublich wenige Gedanken oder Gefühle, warum und weshalb der Autor diesen Weg geht. Es wirkte sehr unüberlegt, was ich tatsächlich vorher sehr selten angetroffen habe bei anderen Geschichten dieser Art. Denn es gab immer irgendeinen Grund, warum jemand losläuft. Und hier hatte man das Gefühl, oh, mir ist einfach danach, ich mache mir noch Gedanken von wo laufe ich los, was zählt dann wirklich als echte Pilgerreise und mache ich die an einem Stück und sonstigem und irgendwie läuft er halt dann los, ohne Erwartungen an den Weg zu haben. Und das fand ich sehr, sehr schade. Auch wenn es bestimmt Menschen gibt, die das so machen, erwarte ich doch, wenn jemand sich dann irgendwie vornimmt, da ein Buch zu schreiben, dass er sich 2, 3 Gedanken vorher macht. Zudem finde ich, dass der Autor total blind in dieses Abenteuer gelaufen ist. Selbst ich weiß, dass man nicht mit neuen Wanderschuhen einen Weg dieser Kilometerart und wie der so ist, dass man das so tut. Er läuft aber mit neuen Dingen umher, hat gefühlt von nichts eine Ahnung und jammert und meckert dann gefühlt in einer Tour über diesen Weg. Es hatte sehr wenig Humor, es war halt auch gefühlt gar nicht das, was ich erwartet habe. Sprachlich ist es natürlich schön, weil der Autor einen auch so anspricht und von sich erzählt und mitnimmt. Und es gab auch sehr schöne Momente, gar keine Frage, ist jetzt kein grottenschlechtes Buch. Das nicht, aber ich hatte einfach eine andere Erwartung dran, weil ich eben schon so viele Bücher dieser Art im Grunde gelesen habe. Es gibt auch irgendwie Erkenntnisse, die man mitnimmt, die einen mitreißen, die man auch verinnerlicht. Aber die werden hier auch so als Lebensweisheiten verkauft. Und auch so am Ende hin, dass ich gefühlt dann nichts für ihn verändert hat. Das fand ich tatsächlich unglaublich schade und dachte mir, naja, wenn man keinen Anspruch hat, wenn man kein Ziel hat oder keine Erwartung an etwas hat, dann kann man auch nicht erwarten, dass das irgendwas in einen auslöst, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen das Problem der Geschichte war. Wenn ich keine Erwartung habe, gibt es natürlich auch nichts, was ich daran messen muss, wo ich dann meine Erfahrung ziehen kann und sagen kann, das und das habe ich erwartet und das habe ich bekommen und passt das mit meiner, ja, das hat mir sehr gefehlt und mich hat auch dieses Gemecker unglaublich und dieses Gejammer vor allem gestört, wo ich denke, Mensch, du hast doch gewusst, also jeder weiß doch, wie lang dieser Weg ist, wie steinig der ist, wie viele Stunden man alleine ist, wie die Nächte sind und ja, man darf mal jammern, aber ich bin einfach kein Jammermensch. Also das ist auch wie bei dem Wettergefühl, jeder jeden Tag 5-mal jammert, wie es ist und ich denke mir, ja, ich habe es jetzt auch verstanden und wenn ich im Winter von Oktober bis März jeden Tag meckern würde und jammern würde, dann, oh, was habe ich denn davon? Es nützt doch nichts, ne? Also von daher, so ähnlich habe ich mich in dieser Geschichte ausgefühlt. Es war schön erzählt, es war gut erzählt, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass der Autor tatsächlich schreiben kann. Vielleicht war es ein Fehler, mit diesem Erfahrungsbericht anzufangen. Vielleicht hätte man ein Buch von ihm lesen müssen und vielleicht ist es dann eben interessant, von dem Autor, den man gerne verfolgt, dessen Bücher man mag, eben diese Reise zu lesen. Aber das kann ich jetzt natürlich schlecht nachvollziehen. Ja, und das letzte Buch der Woche habe ich dann zusammen mit einer lieben Freundin gelesen, und zwar Geständnisse von Kanae Minato. Und ich habe schon so, so viel über dieses Buch gehört. Es gibt Menschen, die völlig schockiert über dieses Buch sind, die berührt sind, die emotionsgeladen sind, die es verzweifelt weglegen und total fertig sind nach diesem Buch. Und es wurde mir tatsächlich auch schon abgeraten, das zu lesen, denn es wäre viel zu hart und viel zu schlimm. Und ich trotzdem dachte, das klingt irgendwie spannend vom Thema und ich lese so selten asiatische Autoren. Deswegen dachte ich mir damals in Berlin, das nimmst du mit und du findest jemanden, mit dem du es lesen kannst. Und so war es dann auch. Ja, in Geständnisse geht es vorwiegend um einen sehr schlimmen Zwischenfall an einer Schule. Denn von der Lehrerin Yuko ertrinkt die 4-jährige Tochter, die sie als Alleinerziehende wohl immer mal mit in die Schule bringt. Sie ertrinkt im Schulschwimmbecken und es wird eben als Unfall
Unfall im Grunde abgetan. Doch die Lehrerin ahnt irgendwie, dass zwei Schüler an der Schule etwas damit zu tun haben in ihrer Klasse. Und am letzten Tag vor den Ferien spricht sie die Klasse auf ihr Leben an, was sie dazu gebracht hat, Lehrerin zu werden, warum ihre Tochter im Grunde immer mit dabei war, was mit dem Vater ist, dass der eben krank ist. Und sie erzählt eben an diesem Tag eben auch, dass sie weiß, dass eben zwei Schüler verantwortlich sind. Ich glaube, sie nennt auch deren Namen und erzählt ihnen das. Und es ist im Grunde so ein bisschen ein Racheplan, den sie verfolgt und der aber vermeintlich ganz schön schief geht, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt. Die weiteren Kapitel drehen sich im Grunde weiterhin um dieses Ereignis, allerdings gefühlt immer mal weiter erzählt aus anderen Perspektiven. Wir haben dann verschiedene Schülerinnen, auch die betroffenen Schüler und erfahren so ein bisschen, wie das Leben nach dieser Bombe im Grunde weitergeht, was die Nachricht ist. Und das alles in einem Erzählstil, der mir unglaublich gut gefallen hat. Denn Geständnisse ist im Grunde in der Sprache erzählt, auch wieder so diese Du-Form. Wir werden im Grunde direkt angesprochen. Die Lehrerin, wenn spricht, ist das wirklich, sie spricht, ohne dass eben gesagt wird, sie sagte, er sagte, sie reagierte, sondern sie wiederholt zum Beispiel auch die Fragen der Schüler. Du möchtest also wissen, dass. Und dass wir eben das Gefühl haben, wir wären irgendwie dabei. Und das fand ich unglaublich gut gemacht. Es ist natürlich ein ganz anderer Erzählstil, als wir den wohl bisher so gewöhnt sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Murakami passt sich ja doch ein bisschen den nicht-asiatischen Räumen, sage ich mal, sprachlich an. Aber hier merkt man schon, dass es einfach ein bisschen was anderes ist. Zudem merkt man sehr schnell, dass man von der Mentalität wohl auch ein bisschen anders tickt als die Japaner. Und ich fand das total spannend, was es mit vielen Dingen so ein bisschen auf sich hat. Ich habe auch ein bisschen was gegoogelt, was ich sehr interessant und spannend fand. Und auch so, was die Mentalität angeht, warum die Leute zum Beispiel so skeptisch sind, dass sie eine alleinerziehende Mutter ist, warum das hier irgendwie was Aufreibendes ist, warum das Leute, Mütter, Eltern zum Aufregen bringt, der Schüler und was so ein bisschen passiert. Das fand ich mega, mega spannend gemacht. Ich lese gefühlt tatsächlich sehr wenig Asiatisches. Ich weiß auch gar nicht, wann ich meinen letzten Murakami gelesen habe, ist auch schon ein ganz schönes Stück her. Und den muss man aber auch, der schreibt halt sehr speziell. Man muss schon Buch finden, was auch mal zur Stimmung passt. Also Murakami, da muss man definitiv in Stimmung sein. Ich mochte also wirklich diesen Schreibstil sehr, sehr gerne, der mich von den ersten 10 Seiten an gepackt hat und der einen so direkt mitnimmt, reinzieht, in die Geschichte einbezieht und einfach mitreißt. Und das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und hat mir wirklich Spaß gemacht. Ein paar Probleme hatte ich mit den Namen. Also es sind alles asiatische Namen, gar keine Frage. Und ich verstehe auch gar nicht, warum ich mir so schwer tue, denn mit ausgefallenen High-Fantasy-Namen habe ich gefühlt keine Probleme. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn da einer Elrond hat, und Arwen und Aragorn und Frodo, da habe ich überhaupt keine Probleme gefühlt. Aber wenn dann Leute irgendwie Yuko Moriguchi heißen und da bin ich irgendwie gefühlt raus. Ich konnte die Menschen zum Teil nicht so richtig auseinanderhalten. Es wurde so nach der Hälfte besser. Da hatte man schon viel mehr von den Charakteren gehört, konnte sich ein Bild machen. Aber das hat mir unglaublich, habe ich mir schwer getan. Aber warum auch immer das der Fall ist, das weiß man irgendwie gefühlt halt einfach nicht. Ein Buch, das sehr spannend ist, das mich sehr gepackt hat, das mich mitgerissen hat, das schon schockiert. Dieses Thema, dass da ein Mädchen ertrinkt, finde ich schon schockierend genug, dass das eine Lehrerin auf zwei Schüler in ihrer Klasse schiebt. Und ich glaube, das steht auch hinten so drauf, ist auch sehr schockierend. Wie sie das tut, ist unglaublich schockierend. Und was das nach sich zieht. Und jedes einzelne Kapitel, es sind nicht sehr viele Kapitel darin, erzählt im Grunde immer so eine Perspektive, was das auslöst in Menschen, in Kindern, in den Eltern dieser Kinder. Und das ist schon alles immer sehr, oh mein Gott, also man ist schockiert, man ist emotionsgeladen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auf den großen Knall gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass ich dieses Buch fluchend, tränenüberströmend zur Seite werfe und mir denke, so ein Mist, was ist das so? So etwas kann ich gar nicht fassen, darauf habe ich gewartet. Und die Erwartungshaltung war wohl einfach zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie konnte nicht ganz erfüllt werden, denn ich
habe es, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht mit einem Mal weggelesen habe. Das kann durchaus sein, dass wir eben nach, also jeden Tag uns so ein Kapitel vorgenommen haben. Und ich habe dann am Samstag aber das Buch dann auch beendet und zwei Leseabschnitte hintereinander gelesen. Das kann alles sein. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es gut. Ich fand es emotionsgeladen. Ich fand es auch emotionsvoll. Und ich fand es toll erzählt. Und ich war wirklich sehr drin. Und ich kann diese Aufregung um die Themen darin unglaublich gut verstehen. Und das Ende ist wirklich der Hammer im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist wirklich was, was knallt und einem in Erinnerung bleibt. Aber ich habe auf das unglaublich schockierende, nicht greifen wollende und gerade wo mir abgeraten wurde zu diesem Buch, darauf habe ich gewartet. Das habe ich nicht gefunden. Es ist ein Highlight, das muss man wirklich ganz, ganz klar sagen. Es ist wirklich eine Geschichte, die einen sehr bewegt und die einen auch sein eigenes Verhalten und seine eigenen Überlegungen nachdenken lässt. Ja, aber man sollte die Erwartungen nicht zu hoch halten. Und ich bin jetzt ja auch eigentlich eine Zartbeseitete, die mit Thrillern, die sehr blutig sind oder, wobei jetzt hier kein Blut eine Rolle spielt, aber ja, die sehr, ja, dieses Böse im Menschen schon sehr greifen kann und sich darüber auch sehr entsetzen kann. Der Mensch bin ich tatsächlich. Das muss man ganz klar sagen. Und ich kann verstehen, dass Leute das wirklich mitnimmt. Ganz so diese Euphorie und dieser Hype, der um dieses Buch ging, ich kann es nicht ganz verstehen. Ich möchte mir auf jeden Fall den Film angucken. Ich weiß nicht, ob man ihn irgendwo auf Netflix oder Amazon oder irgendwo anschauen kann. Ich werde mich da mal schlau machen. Es gibt eine Verfilmung, die auch sehr, sehr gut sein soll. Und da bin ich mega gespannt, wie die erzählt wird. Und ja, es ist eine Empfehlung. Es ist ein sehr spezielles Buch. Es hat ein sehr spezielles Thema, einen ganz tollen, speziellen Schreibstil. Kann ich wirklich absolut empfehlen. Ich sage nur, man darf die Erwartungen aber auch einfach nicht zu hoch halten. Weil, ja, auch wenn es hier unten so heißt von Dennis Schick, der ja hier darüber spricht, dass das das Subtilste ist, was er seit langem gelesen hat. Ja, da ist was dran. Aber es ist nicht ganz so, wie meine Erwartung dann zumindest gewesen ist. Aber ja, das so im Grunde einfach dazu. Ja, das waren jetzt die 5 Bücher der letzten 2 Wochen. Aktuell lese ich oder höre ich auch die Tuchvilla, die im Grunde in der Woche noch begonnen wurde als Hörbuch, aber mit der bin ich noch nicht fertig geworden. Das werde ich dann in der nächsten Woche erzählen. Es wird jetzt auch so sein, wenn ihr jetzt diese Bücherwoche seht, dass mein 3-wöchiger Urlaub beginnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich tatsächlich jede Woche so zur Bücherwoche komme und überhaupt auch so viel lese. Ich bin ja jemand, der in seinem Urlaub tatsächlich sehr wenig liest. Ich vermute mal, dass ich tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Hörbuch hören werde. Ich möchte ja auch Harry Potter 6 im August hören und ich möchte das Lied von Eis und Feuer lesen, den 5. Teil. Und vielleicht fasse ich da tatsächlich auch mal 2 Wochen wieder zusammen. Also ich kann nicht immer garantieren, dass es eine Bücherwoche jetzt in den kommenden 3 Wochen im Grunde gibt. Ich habe ein paar Videos, die ich jetzt geplant habe, die ich vielleicht jetzt auch diese Woche in der Arbeitszeit noch ein bisschen vordrehe. Und man findet natürlich auch im Urlaub immer mal eine Stunde, wo man ein Video drehen kann, gar keine Frage. Aber ich möchte mir überhaupt keinen Stress mit YouTube machen oder mit der Bücherwoche machen und einfach, dass ihr da schon mal vorbereitet seid und euch nicht wundert, wenn samstags mal keine Bücherwoche da ist. Ja, das soweit zu den Büchern, zu der Bücherwoche. Wer mir auf Instagram folgt, hat mitbekommen, dass mir mein Handy auf die Terrasse geknallt ist und einen ganz bösen, ja, Displayschaden hatte. Der wäre gar nicht so schlimm gewesen, weil man konnte es noch bedienen und theoretisch hätte man damit vielleicht sogar eine gewisse Zeit leben können. Allerdings habe ich unten an der Ecke ja so ganz kleine Splitterchen gehabt, wo man immer mal mit dem Finger gemerkt hat, dass man sich einen mitnimmt. Und das ging natürlich leider gar nicht und ich war, ach ja, ich habe immer eine Hülle um mein Handy, immer. Doch an diesem Tag war es sehr heiß, ich hatte es gerade geladen, nehme es in die Hand, lasse es fallen und plupp auch noch auf die Steinterrasse. Und dann macht es plupp, plupp, plupp. Ich habe mich tierisch geärgert. Das Handy ist gerade ein bisschen was über 2 Jahre alt gewesen. Es war ein Huawei P8 Lite und ich war mega zufrieden damit und ja, bin dann, glaube ich, 2 Tage später durch Zufall darauf aufmerksam gemacht worden, Mensch, das Huawei P20 Lite ist im Angebot, ich glaube für 299 bei Mediamarkt, guck's dir doch mal an. Und ja, so bin ich zum Mediamarkt getigert und habe mir das Huawei P20 Lite geholt. Manchen ist es auf Instagram aufgefallen, dass die Bilder ein bisschen anders sind.
Ich habe es hier in rosa pink geholt. Ja, ich bin halt ein Mädchen, ich kann auch nichts dazu. Ich hatte auch mit dem dunkelblau überlegt, allerdings hatten sie es nicht vor Ort. Und schwarz und weiß finde ich persönlich immer sehr langweilig. Und ich habe mir jetzt auch schon ein paar Hüllen bestellt. Das ist ja eine davon, die ich sehr schön fand. Es war ein Dreierpack. Und ich habe auch eine Hülle eben so zum Zuklappen, wenn man es dann eben in der Tasche mit sich herumführt und ins Büro oder so geht. Und ja, das Handy kann allerhand von Fingerfreigabe über Gesichtsfreigabe, keine Ahnung. Ich als alter Science-Fiction-Thriller-Leser, der unter anderem bei Illuminati schon gelesen hat, wie jemand das Auge ausgeschnitten wurde, um eben in einen Raum zu kommen, tue mir sehr schwer mit Fingerprint und Augenkennung. Deswegen mache ich das mit einer PIN ganz klassisch. Aber es kann es auf jeden Fall. Es ist toll. Ich bin sehr zufrieden. Die Akkuleistung ist wirklich der Hammer. Man muss nur jeden zweiten Tag laden, was, glaube ich, bei einem Smartphone schon ein großes Kino ist. Es funktionieren alle wunderbaren Apps darauf, die ich brauche, die ich nutze, die ich mag und gefühlt noch viel mehr. Auch Spiele, die jetzt endlich funktionieren. Ich glaube, auch Harry Potter müsste jetzt hier drauf gehen. Muss ich mal gucken, ob ich das auch probiere. Also ja, es passiert eben leider einfach und gefühlt ist jetzt das angesparte Urlaubsgeld, mit dem man eine kleine Reise hätte vielleicht machen können. Ja, 300 Euro, es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist natürlich für eine überraschende Ausgabe halt schon eine Menge Geld. Und man da, ja, es sind 600 Mark und ja, ich rechne auch noch um für ein Handy, das ist schon wirklich ein bisschen heavy. Ich bin aber zufrieden, freue mich, dass ich jetzt wieder ein funktionierendes und ganzes Handy habe und hüte es jetzt so zu sagen wie, mein Auge. Gott. Dann habe ich in der Woche auch ein bisschen oder in den zwei Wochen die Flow gelesen. Gerade am See ist das natürlich mega praktisch, sich einfach ein Magazin mitzunehmen. Nach wie vor liebe ich die Flow. Ich lese sie alle, ich lese sie gerne, ich lese sie sehr intensiv und bin da wirklich ein Fan. Aktuell lese ich auch die Hücke, die liegt jetzt aber gerade noch in der Seetasche sozusagen und die werde ich dann jetzt diese Woche sozusagen auch beenden. Ja, sehr, sehr toll war ja auch der Blutmond, der am 27. Juli zu sehen war, der wirklich Hammer war, wo wir eine Mondfinsternis hatten, also sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt und dann wurde er eben auch noch rot und sehr groß und der Mars war sehr in der Nähe, fand ich spektakulär. Ich bin da ein Fan, ich finde das wirklich beeindruckend. Und für alle, die es ganz aktuell sozusagen die Bücherwoche sehen, auch sehr interessant, wenn ihr gerne Sternschnuppen guckt, gibt es morgen, also am 12. August, auf den 13. August die Perseiden. Das ist so ein Sternschnuppenregen, wo man, ich glaube, bis zu 200 Sternschnuppen in der Stunde tatsächlich sehen kann. Es ist wohl schon die ganze Woche so der Fall, dass man was sieht, aber der Höhepunkt ist dann eben Sonntag auf Montag. Und wer vielleicht Zeit und Lust hat, der guckt einfach mal ein Weilchen in den Himmel. Finde ich immer sehr, sehr spannend und schön. Dann habe ich in der einen Woche auf jeden Fall einen Netflix-Film angeguckt, und zwar How It Ends. Den fand ich schon mega spannend, als er vorgestellt wurde, denn er ist mit Theo James, den wir als Vor aus Die Bestimmung kennen, und es soll eben ein apokalyptischer Roadtrip durch die USA sein, der mega spannend klang und für mich tatsächlich auch war. Ich habe jetzt schon gesehen, dass der Film tatsächlich kaum gute Kritiken bekommt, was mich ein bisschen wundert. Ich glaube aber einfach, dass die Erwartungshaltung an einen apokalyptischen Film einfach ein bisschen höher ist, denn wir haben hier eben einfach, dass Theo James gerade in New York ist, bei seinen zukünftigen Schwiegereltern ist, der Vater ist Ex-Marine und nicht ganz so einverstanden mit der Beziehung von seiner Tochter und eben Will, der von Theo James gespielt wird. Und er telefoniert gerade mit seiner zukünftigen Frau, die auch schwanger ist. Und er merkt dann dort, dass sie eben sagt, oh, hier passiert irgendwas, oh, sie hat Angst, und dann bricht die Leitung ab. Und mit einem Mal ist die ganze USA in Aufregung, verschiedene Bundesstaaten werden abgesperrt und ja, der Vater von ihr und Will machen sich eben mit dem Auto auf den Weg von New York nach, was, Los Angeles? San Francisco, ich habe schon wieder verdrängt. Also auf jeden Fall an die andere, was, Sacramento? Ich bin gerade überfordert. Auf jeden Fall auf die andere Seite des Landes und machen das im Grunde mit einem Auto und haben natürlich da so ein bisschen ihre Probleme, fragen sich die ganze Zeit, was ist passiert? Es gibt keine Funksignale mehr, kein Radio, keiner erzählt einem was und was ist hier überhaupt los? Und beide, die sich eigentlich nicht leiten können, merken aber doch auf dem Roadtrip, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten und das
macht so ein bisschen die Hauptgeschichte aus. Also es ist nicht diese ganze Apokalypse, die wir verfolgen mit großen Action-Szenen und geladen und hier bumm und da bumm. Und es ist halt wirklich so dieses klassische, so ein bisschen Roadtrip-mäßige durch die USA mit einem Auto. Wie ist das Zusammenspiel der Menschen? Zu was sind Menschen fähig? Ja, da kommt wieder so dieses Böse aus den Menschen heraus, die eben von dieser Situation irgendwie profitieren wollen oder können. Und es ist, es sind tolle Bilder, es ist wirklich grandios gemacht, es hat für mich sehr viel Spannung und es war einfach auch schön zu sehen, wie sich ja diese Menschen entwickeln oder auch die Beziehungen der Menschen sich entwickeln. Und es ist natürlich wenig Action, es gibt auch gefühlt gar keine echten Antworten auf die Apokalypse oder was so. Also so, ne, so mittendrin, man tun sich unglaublich viele Fragen auf, die gefühlt nicht immer alle gelöst werden. Und für mich war es aber trotzdem sehr spannend und empfehlenswert. Und ich war ja schon ein Fan von Cargo, der ja auch schon eine andere Art Zombie-Apokalypsen-Thriller sozusagen ist, der auch schon seinen Fokus auf etwas anderes liegt als diese Action, die wir einfach zur Genüge haben. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen Lust jetzt wieder auf, ja, Apokalypsen oder ja, was auch immer bekommen und muss mal gucken, was da so auf meinem Sub ein bisschen liegt. Ich fand auch Theo James unglaublich gut. Er hat eine andere Synchronstimme, das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin aber auch zum Beispiel ein großer Fan von Forrest Whitaker, der ja auch schon Oscar nominiert ist, der den Schwiegervater im Grunde spielt und den fand ich auch schon großartig und das ist einfach toll und es ist auch bei den Nebencharakteren, es ist jetzt keiner, wo man sich komplett dachte, oh Gott, was hat man sich denn hier gesucht, sondern wirklich einfach ein Film, der mir Spaß gemacht hat, weil ich eben auch gerne meinen Fokus auf das Zwischenmenschliche richte und das ja in großen Actionfilmen immer mal auch wegbleibt und ich ja, finde das wirklich toll, weil ich gibt es ja noch ein paar Leute, die den Film auch gut fanden, dann würde ich mich auf Zustimmung in den Kommentaren finden. Ich weiß, dass auch viele das Ende nicht gut fanden. Und ich kann das tatsächlich sogar verstehen, aber das ist ein Ende, das wie das Leben eben auch einfach ist. Und unser Tag endet ja auch nicht mit einem Ende, wenn ihr versteht. Und ich fand das schon, also es gibt ja verschiedene auch Bücher, die im Grunde so ähnlich, also nicht vom Thema her, sondern so von dieser Art des Endings enden. Ja, und ich mag das immer sehr gerne und das erinnert mich eben auch so ein bisschen an Das Schicksal ist ein mieser Verräter, wo die beiden ja auch ein Buch lesen und das endet so mitten im Satz und da ja auch die Frage sich gestellt wird, ist das gut oder schlecht? Und auch darüber dann wieder die Leser des Buches sozusagen diskutiert haben und so ähnlich haben wir es hier eben auch und ich mag das Ende unglaublich gerne. Es ruft ein bisschen nach Fortsetzung und ich könnte mir das bei einer Netflix-Originalproduktion durchaus vorstellen, ja, wollte das aber eben auch einfach noch so ein bisschen mitgeben. Ansonsten läuft serientechnisch nicht allzu viel, auch filmtechnisch. Es ist mir tatsächlich zu warm, um einen Tag dann ins Kino zu gehen. Natürlich ist das wahrscheinlich alles klimatisiert und schön, aber ich selbst brauche tatsächlich bei so einem Wetter kein Kinobesuch. Es laufen ein, zwei interessante Filme. Mal gucken, vielleicht habe ich ja in meinem Urlaub irgendwo leider dann einen Regentag, an dem man mal ins Kino gehen kann. Ansonsten werden die Filme eben danach einfach auf DVD oder Sky angeguckt oder wo auch immer sie denn laufen. Ja, das war es jetzt gefühlt, glaube ich, auch von der Woche. Ich gucke mal so grob ein bisschen auf den Zettel. Ich habe auch nichts vergessen. Denkt morgen Sonntag an den Perseidenregen. Wem das interessiert, wer gern Sternschnuppen guckt, wobei es ja gar keine echten Sternschnuppen sind, aber am Himmel sieht es zumindest so aus. Und guckt da einfach mal vorbei. Und ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub, der da bald folgt und 3 Wochen Entspannung. Freue ich mich auch sehr darauf, auch wenn es nicht weggeht. Bei so einem Wetter muss man gefühlt auch nicht weg, weil ich glaube, es ist auch selbst in Ägypten nicht viel heißer, aber man hätte natürlich ein bisschen mehr, ne? So das Meer-Feeling wird mir wahrscheinlich ein bisschen fehlen, aber sonst macht man sich es eben auch einfach schön in Deutschland mit ein, zwei Städtetouren und genießt einfach die Zeit, die nach dem eigenen Rhythmus so geht. Und jo, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der etwas längeren Bücherwoche, einfach weil natürlich 2 Wochen zusammengefasst waren. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch auch oder habt zu irgendeinem der Bücher irgendwie eine Empfehlung, wo ihr sagt, hey, ich kannte das auch und wenn dir das gefallen hat, gefällt dir auch das. Dann natürlich immer gerne her, wenn ihr Serien, Filmempfehlungen, vielleicht tatsächlich auch zu so Apokalypsen habt, wie How It Ends, schreibt es auch gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten findet ihr auch alle Infos zu den Büchern
Büchern natürlich auch in der Infobox, auch wenn es sich um ein Rezensionsexemplar und Ähnliches handelt, habe ich alles in der Infobox gekennzeichnet. Schaut da einfach vorbei und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.